So, wir haben keine Arschlöcher in der Gruppe, denen das scheißegal ist. Punkt. So, es sind keine Dickheads dabei, die man aussortieren muss in diesem Fall. So, das sind Spieler, die in eine Situation gekommen sind, genauso wie wir auch. Und das auch nochmal ganz klar zu sagen, von Beginn an haben wir gesagt, wenn Dinge nicht optimal laufen oder auch mal schlechter laufen als erwartet, dann ist die Situation, in der wir uns heute befinden, Platz 17, möglich. Die ist möglich. Und dann hilft es auch gar nicht, daraus jetzt wegzurennen oder so zu tun, wir werden Borussia Dortmund und sind 17. oder Bayern München und sind 17. Nein, wir sind VfB Stuttgart als Aufsteiger im zweiten Jahr 17. Mit Rahmenbedingungen, die unsere Rahmenbedingungen sind. Mit dem Weg, der unser Weg ist. So, und den gehen wir. Punkt. Den gehen wir. Und das bedeutet halt eben auch, wenn Rahmenbedingungen so gesetzt sind, wie sie gesetzt sind, wenn wir mit den Mitteln kämpfen können, die wir haben, mit der Gruppe arbeiten, die wir haben, heißt das ganz genau, dass wir genau so weitermachen. In der Konstellation, weil diese Frage kommt ja auch immer wieder. Und mit dem Rino, mit seiner Qualität, mit dem Trainerteam, mit der Qualität, weil wir wissen, wer wir sind. Vielleicht weiß das nicht jeder um uns herum, aber wir wissen, wer wir sind und woher wir kommen und was unsere Aufgabe ist. Und Sie schon mehrfach auch gestern betonen jetzt gerade auch wieder, dass Sie diesen Weg weitergehen mit dem vorhandenen Personal, mit dem Trainerteam. Gehen Sie diesen Weg auch mit Rino Matarazzo im Notfall oder im schlimmsten Fall auch in die zweite Liga? Ja, ganz klar. Ja, also das haben wir mehrfach gesagt und ich muss auch ganz klar sagen, also jetzt in der aktuellen Situation über den Trainer zu reden, nach dem, was er auch hier schon 2 Jahre geleistet hat, das ist das klassische Szenario, was in vielen Fußballclubs stattfindet und was am Ende des Tages den VfB Stuttgart auch dahin gebracht hat, dass wir eben so viel aufräumen müssen. Ich finde, jetzt gerade in der jetzigen Situation zeigt sich, ob wir nicht nur über eine alte, neue Philosophie, Identität dieses Clubs reden, sondern ob wir sie auch leben. Jetzt zeigt sich, ob wir uns eine Kontinuität wünschen oder ob wir sie leben. Und hier sind nicht mehr Menschen am Werk, die noch nie geleistet haben, sondern Rino ist Teil derer und der wichtigste Teil, mit der wichtigste Teil dieses Clubs, der überhaupt diesen Weg ermöglicht. Denn unsere Rahmenbedingungen sind im Schnitt jedes Jahr 25 Millionen netto zu verdienen. Das ist genau das gleiche im nächsten Sommer. Dazu brauchen wir einen Trainer, der entwickelt. Das bedeutet aber auch Substanzverlust. Jedes Jahr Substanzverlust. Und wenn ich jetzt einen Trainer habe, der diesem Club geholfen hat, aus zum Beispiel Borna Sosa und Nico González 25 Millionen Spieler zu machen, ja, die am Boden lagen, die einen Marktwert von null hatten, dann fange ich jetzt nicht an, an diesem Trainer zu drehen oder ihm Vertrauen zu entziehen, sondern wir stellen dem Trainer oder wir als diejenigen, die dort auf den Platz gehen und rausgehen, haben eine klare Aufgabe. Und diese Aufgabe ist, aus den Mitteln, denen wir haben, noch mehr Mittel zu generieren. Aus den Mitteln, denen wir haben, die Verantwortung für diesen Club zu tragen, 380 Mitarbeiter zu bezahlen. Mit Verwaltungskosten von 20 Millionen. Wir machen das. Wir gehen raus und machen das und werden das weitertragen und mit 100%, ohne irgendwie zu schreien, zu sagen, ey, schaffen wir nicht, stellen wir uns draußen hin und sagen, wir glauben an diese Gruppe und wir glauben daran. Das ist nicht irgendwie dahergeredet, sondern das ist das, was wir tun müssen und was wir tun wollen. Und genau darum geht's. Genau darum geht's. Und das ist am Ende ist das ein Lackmustest für uns. So, bisher war Gerede. Jetzt geht's darum, wer geht raus und in diesem Showdown, who's the guy who shows up? Wer geht raus und zeigt, dass er Verantwortung nimmt und nicht hinterher am Spieltag 34 über Verantwortung genommen zu haben redet? Das ist genau das, worum es jetzt hier geht in diesem Club. Mit Aufstieg und Platz 9 ist immer einfach. Da können wir alle nach vorne gehen und lächeln und uns alle super fühlen. Aber jetzt geht es darum. Jetzt geht es darum, reden wir über Zusammenhalt oder halten wir zusammen. Genau jetzt. Und das gilt für jeden. Und da steht auch jeder auf dem Prüfstand. Da steht Rino auf dem Prüfstand mit einem klaren Commitment zur zweiten Liga. Ich habe mit ihm gesprochen, klares Commitment. Da stehe ich auf dem Prüfstand, zweite Liga, bin ich dabei oder nicht? Klares Ja. Klares Ja. Weil das ist der Weg dieses Clubs. Klares Ja. Und alle anderen, die mitzuentscheiden haben, stehen genauso auf dem Prüfstand. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen und wollen. Und wenn wir irgendwann mal wieder dahin kommen wollen,
sicherer im Tabellenmittelfeld zu landen und vielleicht weiter zu wachsen, glauben wir, wie das irgendwann mal entschieden haben, Thomas Hitzlsperger, Markus Rüth, meine Wenigkeit, ganz klar daran, dass das der richtige Weg ist. Und ich bin fast froh drum, dass wir mal in dieser Situation sind, weil jetzt geht es darum, bestätigen wir das oder nicht? Bestätigen wir das oder nicht? Jetzt. Nicht an Spieltag 34. Verantwortung zu übernehmen zu einem Zeitpunkt, wo es keine Gewissheit gibt, wie es ausgeht. Tun wir jeden Tag. Rino und ich. Und auch die anderen rund ums Team. Und auch die Spieler. Und jetzt geht es um Support, Unterstützung oder wegducken. Und ich duck mich nicht weg. Nicht vor der zweiten Liga. Und auch nicht die Verantwortung zu nehmen für Rino und sein Team und für diese Mannschaft. Und zwar unabhängig davon, ob wir 17. sind, 18., 15., 9., 10. Und ich bin total fasziniert und gespannt, was passiert. Und ich möchte sehen, wer dabei ist und wer nicht. Weil das ist das, was diesem Club den Weg zeigt für die Zukunft. Nichts anderes. Jetzt. Nicht am 34. Spieltag und nicht in der neuen Saison und nicht in der Sommerpause. Jetzt. Jetzt. Und ich lege für die Truppe und für den Trainer meine Hand ins Feuer. Da ist keiner, der hier hinkommt, dem das egal ist. Keiner. Und solange das so ist, haben die einen Freifahrtschein. Weil die Qualität ist gut, das Mindset stimmt, Lernfähigkeit ist da. So, was will dieser Club? Unternehmenskultur, Fehlerkultur. Was haben wir denn gemacht die letzten Jahre? So, neue Leute geholt, die gleichen Fehler machen. So, wir machen alle Fehler. Ich mache Fehler, Rino macht Fehler. Wir können über eine Aufstellung reden, wir können über einen Transfer reden. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Aber was wir tun, sind, wenn wir Fehler machen, sind sie ehrlich. Und wenn wir Fehler machen, lernen wir daraus. Und das muss die Kultur dieses Clubs sein. Und Zusammenhalt muss die Kultur dieses Clubs sein. Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch einen Klassenerhalt. Dann. Und nicht mit, kann der Trainer was, kann der Sportdirektor was, können die Spieler was. Das ist alles viel zu einfach. Die anderen können auch kicken. Die anderen haben auch Ressourcen. Keiner geht dir raus und sagt, ey, Augsburg gibt mal eben 20 Mille aus im Winter. Oder Wolfsburg verpflichtet mal eben Max Kruse mit keine Ahnung wie viel Kohle und noch Jonas Wind. Macht keiner. Werden wir nicht. Gibt auch Mannschaften, die wir schlagen müssen, die vor uns stehen. Brauchen wir auch nicht drum herum reden. Aber es ist Fußball. Es gibt mal Jahre, wo du unterperformst. Es gibt Jahre, wo du überperformst. Es gibt andere, die überperformen und unterperformen. Es gibt keine Gewissheit. Fußball gleicht sich über 3 Jahre aus, nicht innerhalb einer Saison. Ist ja mehr als häufig und öffentlich gesagt worden, sowohl von den Vorständen als auch von uns, dass wir diesen Club und mit der Verantwortung für 380 Mitarbeiter plus sehr gute Investitionen ins NLZ ganz klar aus dem Profibereich jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag, in der Regel über 20 Millionen, zumindest jetzt dieses Jahr, also diesen Sommer und nächsten Sommer generieren müssen. Mhm. Punkt. Und das bei Gehältern, die in der Referenz zur 18-19er Saison zwischen 10 und 12 Millionen unter dem damaligen Niveau lagen. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen nochmal, dafür soll ich einen Rino jetzt bestrafen? Tue ich nicht. Werden wir nicht tun.